Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Tommy Hawk TV. Ich bin Tommy und in diesem Video geht es darum, ob sich ein Hotel in New Jersey lohnt, wenn man nach New York will. Ich sitze hier im The Holland Hotel. Das ist unser Hotel, das wir bei dieser Reise gebucht haben. Und dieses Hotel ist mitten in Jersey City, kurz hinter dem Holland Tunnel. Das heißt, wenn man aus New York rausfährt, ist man dann direkt hier. Und ja, das Hotel ist halt schon ein bisschen älter. Also von der Einrichtung ist das halt alles schon so ein bisschen antiquierter. Aber nichtsdestotrotz alles vollkommen in Ordnung. Sowohl halt von der Sauberkeit als auch so vom Komfort. Der große Vorteil, wenn man halt in New Jersey ein Hotelzimmer nimmt, wenn man in New York ist, ist natürlich, dass das Ganze halt viel, viel günstiger ist. In New York selber, in Manhattan, sind die Hotels mega, mega teuer. Und hier in New Jersey, da kann man auf jeden Fall einiges an Geld sparen, wenn man denn bereit ist, dann quasi jedes Mal nach New York reinzufahren. Denn das, was man halt sonst in New York hat, wenn man irgendwo am Times Square oder so hat, nämlich dass man mittendrin ist, das hat man hier natürlich nicht. Dort hinten ist nämlich die Einfahrt zum Holland Tunnel und da fahren die Leute morgens und abends dann natürlich rein und wieder raus, um dann halt nach Manhattan und wieder zurückzukommen. Und dementsprechend habt ihr das hier direkt vor dem Fenster, ist aber jetzt nicht unbedingt ein Störfaktor, ist also jetzt nicht wirklich laut in der Nacht. Für diejenigen, die halt einen sehr, sehr unruhigen Schlaf haben, könnte das vielleicht ein Faktor sein, aber für mich persönlich war das überhaupt nicht störend. In dem Hotel gibt es auch ein Frühstück, wobei Frühstück in Amerika, das ist dann halt immer ein Kaffee und ein paar Croissants, die sind dann da hinten immer, so ein paar Bagels. Und der Checkout ist erst um 12 Uhr, das heißt, da habt ihr noch einiges an Zeit über, wenn ihr denn ein bisschen später erst los wollt und könnt das dann dementsprechend dann noch nutzen. Hier ist man halt quasi direkt drin, man hat halt einen Parkplatz auch mit dabei, das heißt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann kann man das hier auch abstellen, auch im New Yorker Raum eher selten. Und das Schöne an diesem Hotel ist, dass es halt sehr, sehr nah quasi dran ist nach New York selber. Und auch hier in Jersey City hat man einige Sachen, die man hier machen kann. Unter anderem ist eine Mall quasi direkt gegenüber. Ansonsten geht es da dann halt auch zu den Zügen. Und wenn man halt ein Stückchen weiter reingeht, dann findet man dort halt auch Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Wenn ihr keine Lust zu laufen habt, dann könnt ihr euch hier auch so einen Elektroscooter ausleihen. $1 zum Anlocken und 15 Cent die Minute. Und dann könnt ihr damit halt einfach rumfahren, wenn euch das zu Fuß gehen keine Freude bereitet. Und wenn ihr abends ausgehen wollt und in eine Bar gehen wollt, dann kann ich euch hier empfehlen, hier ins O'Hara's Downtown zu gehen. Das ist eine richtig coole Bar, ist halt ein Pub. Man kann auch draußen sitzen, wenn man das dann gerne möchte. Und hier haben wir dann halt die meisten Spiele dann halt gesehen, die wir uns so angeschaut haben, denn im O'Hara's gibt es viele Fernseher, es gibt auch eine Leinwand, wenn richtig große Spiele anstehen, wird das dann dort auch übertragen. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen, ist auch ungefähr 10-15 Minuten zu Fuß entfernt. Der Vorteil in Jersey in eine Bar zu gehen ist natürlich ganz klar auf der Hand. Wenn ihr nach Manhattan geht, erstens, es ist sehr, sehr voll, wenn Spiele sind. Zweitens, die Preise. Hier zahlt ihr für ein Bier irgendwie $4, vielleicht 5, wenn es irgendwie ein spezielleres ist. Und da kannst du halt in Manhattan eigentlich nur von träumen. Deswegen ist das hier auf jeden Fall eine coole Sache. Man hat hier Spaß, man kann hier die Spiele sich angucken und muss dann halt auch kein Vermögen ausgeben. Dementsprechend lohnt sich New Jersey da auf jeden Fall. Die Gegend hier ist jetzt nicht unbedingt ruhig, da man halt hier eine Hauptstraße mit dran hat. Aber das stört eigentlich nicht. Also man fühlt sich hier eigentlich recht sicher. Also es ist überhaupt kein Problem, hier abends zum Beispiel von der Bar zu Fuß nach Hause zu gehen. Also das alles ist hier kein Problem und wir hatten hier zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass wir uns hier unwohl gefühlt haben. Einen größeren Supermarkt habt ihr ebenfalls keine 10 Minuten Fußweg hier entfernt. Das heißt, all das, was man halt so braucht, findet man hier und die Preise sind halt vollkommen in Ordnung. Dadurch, dass es halt hier in Jersey City ist, sind die Preise nicht so astronomisch hoch wie in New York. Man muss aber natürlich sagen, Lebensmittel in den USA ist halt eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, da muss man sich halt schon darauf einstellen, dass man da grundsätzlich mehr ausgibt als in Deutschland. Und quasi direkt gegenüber vom Hotel habt ihr dann halt auch eine typische amerikanische Mall, wo man dann halt nicht nur einkaufen kann, sondern natürlich auch essen kann. Oben ist ein Food Court, wo man halt alles findet, was man so braucht. Und wenn ihr durch die Mall durchgeht, dann könnt ihr dann halt auch direkt dann zum Zug
und mit dem Zug könnt ihr dann halt nach New York fahren. Im hinteren Teil der Mall findet ihr dann halt auch Cafés und so ein paar Salatbars. Also erstens Sachen, die dann halt vielleicht nicht ganz so ungesund sind. Und zweitens, wenn ihr dann halt arbeiten wollt, dann könnt ihr euch hier immer ganz gut reinsetzen. Bevor es dann halt rausgeht und ihr dann zum Path Train geht, der ist hier direkt dahinter. Hier vorne ist dann der Path Train. Ihr seht das dann halt immer an dem blauen Symbol. Wenn da Path dran steht, dann ist das der Weg für euch nach New Jersey bzw. raus nach Manhattan. Und hier ist es so, dass wir hier uns zunächst einmal eine Karte holen. Die findet ihr hier an den rechten Automaten. Hier seht ihr die. Hier holt ihr euch für 5 Dollar eine normale Karte und ladet die dann dort auf. Für 30 Dollar kann man sich dann eine Woche Unlimited Rides holen und die Karte hält man dann hier dran und kann dann halt durchgehen. Und für diejenigen, die morgens gerne joggen gehen oder grundsätzlich sich ein bisschen sportlich betätigen können, die können noch mal ein Stück weiter beim Path Train rausgehen und dann hier ein bisschen laufen. Denn ich sag mal, der Ausblick ist nicht unbedingt der schlechteste. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich ein Hotel in New Jersey auf jeden Fall lohnt, wenn ihr Geld sparen wollt, denn es ist hier auf jeden Fall günstiger. Der Nachteil ist aber ganz klar, ihr seid halt nicht mittendrin. Ihr müsst jedes Mal rausfahren und dann besonders wieder reinfahren. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Sachen eingekauft habt und ihr wollt die gerade wegbringen oder wollt euch mal ein bisschen ausruhen, dann müsst ihr halt extra hier wieder reinfahren und dann halt später wieder rausfahren. Wen das nicht stört, der kann hier auf jeden Fall einiges an Kohle sparen und wie gesagt, mit der Mall und mit der Bar und alles drumherum, Supermarkt, hat man eigentlich alles, was man halt so braucht für einen Abend oder grundsätzlich. Daher, ja, könnt ihr das gerne machen, meiner Meinung nach, und könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr andere Empfehlungen habt, was Hotels in New Jersey zum Beispiel anbetrifft. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert, schaut auch in die anderen USA-Videos rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Und checkt Tommy Hawk TV auf Instagram.